Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Stuttgart reitet die Welle und gewinnt in Dortmund. Erstmals seit Dezember 2020, am 50. Geburtstag dieses Stadions. Die Party Crasher. Wir haben gewartet, bis es wirklich rechnerisch soweit ist, damit wir das abfeuern können. Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International, Philipp Meisel, ich grüße dich. Christian Pavlitsch, Grüße retour, Grüße an euch da draußen und Grüße auch an all diejenigen, die mir entweder Sprachnachrichten, Textnachrichten oder Screenshots geschickt haben von dem Moment, als ich in der Live-Übertragung zu sehen war, nämlich als ich mit komplett gestresster Fresse vor Wolf Fuß vorbeigelaufen bin, um meinen Platz auf der Pressetribüne einzunehmen. Ich kam zu spät. Das passiert mir eigentlich nie bei Bundesligaspielen mit VfB-Beteiligung, an denen ich arbeiten muss. Aber ich wollte unbedingt, wenn es sich schon mal die Möglichkeit ergibt, den Ruhrpott-Klassiker Wuppertaler SV gegen RW Oberhausen mitnehmen. Hab das getan. Von den 2,5 Stunden, die mir zur Verfügung standen, um die 45 Kilometer zu machen, habe ich 2,5 Stunden gebraucht. Deswegen war es sehr, 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 sehr knapp. Aber ich war dann schlussendlich drin und habe dieses Fußballfest wie 80.000 andere mitgenossen. Ja, es war Wahnsinn. Ich muss sagen, deswegen bin ich gerade froh drum, dass du vor Ort gewesen bist, weil ich habe es nur vorm Fernseher geschaut. Also ich habe Wolf Fuß gehört, dich kurz gesehen und alles andere, was abgegangen ist. Und trotzdem, kannst du mal ganz kurz einen Einblick geben, wie das denn vor Ort war? Es wurde viel darüber berichtet auch, wie laut diese über 8.000 gewesen sind. Ja. Richtmikrofone im Fernsehen sind das eine. Trotzdem war es abnormal. Ich habe schon viele Fußballspiele aus Dortmund gesehen. Das kam unfassbar rüber und das sagen nicht nur die, die vorm Fernseher waren, sondern das sagen auch die, die im Stadion gewesen sind. Du musst den Pressebereich in Dortmunder Stadion, den kennst du ja ungefähr. Dann weißt du ja, wo du sitzt. Du sitzt in einem relativ zentralen Bereich der Haupttribüne, unter dir jede Menge Dortmund-Fans. Und spätestens ab der 10. Minute haben die angefangen, den Kopf zu schütteln und ab der 25. haben sie angefangen, Videos und Fotos von diesem Auswärtsblock zu machen. Und das hat sich dann durchgezogen bis eben zur 97. Minute, als dann das Spiel in seine letzten 120 Sekunden ging. Und man hört ja Gespräche mit und so weiter. Und alle, ausnahmslos alle, Journalistenkollegen sowieso, aber eben auch die Fans, die ich hören konnte, die um mich rum saßen, waren komplett geflasht von dem, was dieser Block da abgerissen hat. Und es ist ja nicht nur der Block unten, der Stehplatzbereich, sondern auch die ganzen, der Oberrang oben drüber. Da hat jeder mitgemacht, da haben alle mitgezogen und nicht zuletzt Sportchef Fabian Molgemuth diktiert uns nachher in die Mikrofone, dass man heute eben wieder mal gesehen hat, was für eine Power diese Fans haben und was sie beitragen zu der Situation. Sie haben einen entscheidenden Anteil. Das ist schon oft erzählt worden von uns, aber auch von Sebastian Hoeneß oder eben Fabian Molgemuth. Am Samstag war es wieder so. Die Anhänger des Clubs sind Champions League jetzt schon. Wer beispielsweise auch die Glanzparade gehört hat, der geschätzten Kollegen, da waren Timo Schmidtchen, Wolf Fuß, die immer diese 18:30-Spiele machen. Die machen jedes 18:30-Spiel der Liga. Und selbst die haben gesagt, sowas haben sie in Dortmund in der Form im Gästeblock noch nie erlebt. Und wie gesagt, die wissen, wovon sie reden. Dann bin ich tatsächlich erleichtert, dass die Eindrücke aus dem Fernseher genauso auch vor Ort waren. Und dann lass uns, Philipp, über das Sportliche sprechen. Ja. Ich nehme es vorweg. Für mich ist das einer der bedeutendsten VfB-Siege der letzten Jahre. Und das ist auch eines der bedeutendsten Ergebnisse, das der VfB in Dortmund geholt hat. Ich werde dir sagen, warum. Viele Menschen werden natürlich kommen und sagen, naja, was war denn vor ein paar Jahren mit dem 5-1? Oder was war mit diesem epischen 4-4 mit Gentner in der Nachspielzeit? Ich will diese anderen Ereignisse, so groß sie waren, ich will sie natürlich nicht klein machen. Ich möchte es trotzdem in den Kontext setzen. Das 4-4 war ein Wahnsinn. Jeder, der dort war, wird diesen Abend nie vergessen. Am Ende des Tages, reine Mathematik, war es aber halt auch nur ein Unentschieden, kein Sieg. Dieses 5-1 beispielsweise war ein Monstersieg. Aber Stadion leer, Corona-Pandemie, der VfB mit der Aufstiegseuphorie, die Dortmunder, die den VfB ein bisschen unterschätzt haben als Aufsteiger und der VfB, der da durchgerannt ist. Dieses Spiel war von der Grundkonstellation völlig anders.
Über 80.000, Stadionparty, 50 Jahre Dortmund, Hexenkessel, zumindest mal vor Beginn, was die Heimfans angeht. Die Dortmunder, die bereits zweimal in dieser Saison gegen den VfB verloren haben und alles andere getan haben, als ihn zu unterschätzen. Den VfB, der in der Tabelle 4 Punkte vor den Dortmundern lag und ein direktes Duell um die Champions League. Von der gesamten Gemengelage, von der gesamten Grundsituation her war dieses Spiel ganz anders. Und dass der VfB dorthin fährt und so ein Spiel abliefert, dreckig, aber schön dreckig 1-0 gewinnt, hinten mit einer umformierten Defensive, dieses Stadion quasi zum Schweigen bringt und ohne Gegentor bleibt und über 90, 99 Minuten eine voll konzentrierte Leistung bringt, das ist etwas, was ich in der Form garantiert auswärts nicht gesehen habe, zumindest seit wir beide diesen Podcast machen, weil das in seiner Gesamtheit einfach ein Spitzenspiel war, auf Augenhöhe, wo jeder gewusst hat, ein entscheidender Fehler, eine entscheidende Szene kann das entscheiden und der VfB zieht das für sich. Es sind diese epischen Schlachten, die mich einst für diesen Sport, warum ich mich an ihn verloren habe sozusagen, ja, warum ich heute diesen Job mache, so wie ich ihn mache. Genau diese Spiele sind es. Da muss nicht mal der VfB beteiligt sein, sondern generell diese Spiele sind es. Die gibt es ja immer wieder mal. Und am Samstag war ein leuchtendes Beispiel für eine solche Schlacht und dann eben mit dem positiven Ausgang für den VfB. Lass uns mal hören, was der Trainer sagt. Ich mach's kurz, weil ich glaube, ich nicht in der Lage bin, alles richtig gut wiederzugeben, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit habe ich schon noch klar vor Augen. Da war ich zufrieden, über weite Strecken mit unserer Leistung zufrieden, hatten eine gute Struktur. Für uns war es ganz wichtig heute, einerseits ja, natürlich Kontrolle zu haben, mit Ball mutig zu sein, den Gegner bewegen. Andererseits natürlich sie, wenn man Welle verliert, nicht ins Laufen zu bekommen. Das ist über weite Strecken ist es aufgegangen. Wir hatten eine Phase, wo wir zu einfach Bälle verloren haben, weil wir zu früh ins Zentrum gespielt haben. Haben dann eine sehr gute Chance von Ademi überstanden. Hatten selber, glaube ich, dann auch danach die gute Chance von Serou, wo wir links am Flügel durchgebrochen sind. Unterm Strich war das dann die erste Halbzeit. Also absolut okay. Vielleicht die eine oder andere Situation müssen wir einfach besser ausspielen. Zweite Halbzeit. Finde ich eigentlich, dass wir ganz gut rauskommen. Wie gesagt, ich kann es, glaube ich, alles jetzt nicht mehr genau wiedergeben, machen dann das Tor. Ich glaube, davor war keine klare Chance von Dortmund, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Das wird mir Edin sicher gleich sagen. Auf jeden Fall gehen wir 1-0 in Führung, haben dann wahrscheinlich die beste Phase unseres Spiels, haben dann wirklich Kontrolle, wahrscheinlich einfach der Gegner mal kurz auch beeindruckt und haben in der Phase vielleicht sogar die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Und das haben wir nicht getan. Und dann kommt einfach Wucht. Und die war dann einfach da, sind sehr viele Bälle reingeflogen, waren auch einfach noch zwei richtig gute Möglichkeiten, hier den Ausgleich zu machen. Das mussten wir überstehen. Aus unserer Sicht ist es natürlich einfach leidenschaftlich verteidigt. Und deswegen fühlt sich's unterm Strich natürlich nach einem Big Win an. Wir sind richtig happy. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Unsere Personalsituation war nicht so einfach vor dem Spiel. Wir hatten letzte Woche einen Nackenschlag gegen Heidenheim, als wir das Spiel noch aus der Hand geben. Deswegen macht es den Sieg umso spezieller und darüber sind wir froh. Was waren denn die Überlegungen damit, Angelo Stiller auf die Innenverteidigerposition zu ziehen? Ja, im Endeffekt gab es den Ausschlag, dass ich die Erfahrung mit Angelo schon mal gemacht hatte. Wir haben mit den Bayern Amateuren, hatten wir den Angelo schon mal auch hinten drin. Im Aufbau gegen den Ball ist er dann immer wieder auch gependelt und da wusste ich einfach, dass er das spielen kann. Ich finde, dass er es richtig gut gemacht hat heute, obwohl er nach 6-7 Minuten schon eine gelbe Karte bekommen hat. Sich dann so schlau anzustellen über die restlichen, es waren ja dann noch über 90 Minuten, das war schon gut. Und das war einfach der Gedanke dahinter, das stand für mich auch gleich fest nach dem Spiel in Heidenheim, als klar war, dass Waldi nicht spielen kann, dass Ange für uns dann eine richtig gute Option ist. Angelo Stiller, der Alleskönner beim VfB Stuttgart. Philipp, wir haben es gerade gehört von Sebastian Hoeneß. Er hat ziemlich schnell, nachdem er gewusst hat, dass Waldemar Anton gesperrt sein wird, gewusst, da wird er ihn spielen lassen. Das hat er auch bei den Bayern Amateuren schon gemacht.
jeder, also vielleicht hast du das auf deinem Weg von Wuppertal nach Dortmund nicht ganz mitbekommen, aber jeder hatte irgendwie eine andere Aufstellung. Der Kicker, die Bild, wir, Sky. Stiller auf dieser Position hatte keiner in der Aufstellung. Ja, ja, richtig. Und das ist ein Boss-Move gewesen von Hoeneß. Ja, hat er uns alle schön ausgeguckt, sozusagen. Ja, wir ihn nicht. Ist gut, dass es sowas auch mal gibt, ja, weil oftmals sind wir ja schon fast deckungsgleich oder haben 10 von 11 oder so. Ja, 9 von 11, wenn es schlecht läuft. Diesmal waren wir alle falsch und nicht nur wir. Menschen, die in den Medien bei der Presse arbeiten, sondern halt auch Edin Terzic. Ja. Der hat es auch nicht auf der Rechnung gehabt. Das ist verrückt, wenn man sich das überlegt. Ich meine, Edin Terzic, und dann nochmal zurück zu meinem kleinen Monolog von vorher, was die Tragweite und Bedeutung des Spiels angeht. Der hat schon zweimal in dieser Saison gegen den VfB verloren. Ja, gut, das waren Auswärtsspiele. Das ist eine Liga, das andere Pokal, da war der Dortmund, da war der VfB Dortmund sehr überlegen und hat völlig verdient gewonnen. Und der hat schon alles gesehen und er hat auch Sebastian Hoeneß in all seinen Facetten kennengelernt, ja, weil auch da hat er sich schon was einfallen lassen, gerade auch für das Bundesligaspiel in Stuttgart. Dass es ihm nochmal gelingt, also Sebastian Hoeneß und der VfB alles andere als decoded sind. Ich weiß noch, wir hatten mal diese Phase nach Beginn der Restrunde Gladbach-Bochum auswärts, als wir mal überlegt haben, nach zwei Niederlagen ist der VfB möglicherweise durchschaut. Wissen die anderen Bundesliga-Trainer jetzt, was passiert? Nee, ganz im Gegenteil. Und das ist nicht nur der Fall, wenn sozusagen eine Stammformation spielt, sondern es wird noch krasser, wenn beispielsweise mal der Kapitän einfach mal ausfällt wegen der Gelbsperre und dann eben vor der gelben Wand Herr Stiller alles wegverteidigt, was es wegzuverteidigen gibt. Meine Lieblingsszene war schon in der Nachspielzeit, als er an der Außenlinie links draußen zwischen 16er-Kante und Mittelkreis irgendwo, also eigentlich ungefährliche Situation, kommt ein langer Ball Dortmund von hinten raus auf Sebastian Haller, der den dann weiterköpfen sollte in die Sturmzentrale rein. Wer gewinnt im dritten Stock irgendwo oben gegen den 1,90-Riesen das Kopfballduell? Ja. Angelo Stiller. Es ist unfassbar. Also wir könnten wirklich, das ist wirklich so in dem Fall, wir versuchen ja, wir müssen uns mal ein bisschen zusammenreißen, Philipp, wenn es um diese Rückblicke auf die Spiele geht. Ich könnte über dieses Fußballspiel eine ganze Folge aufnehmen. Absolut. Ich könnte eine Stunde mit dir über dieses Spiel reden. Gibt es genügend Geschichten. Eine der schönsten Überschriften hat mein Kollege Gregor Preis gefunden, wie ich finde, zu diesem speziellen Part des ganzen Komplexes, nämlich zu Stillers Leistung. Angelo der Libero. Hat mir sehr, sehr gefallen. Ist leider nicht online gelaufen so, die ist nur im Print so erschienen, die Überschrift. Aber das war schon einfach eine herausragende Performance. Und was ich beeindruckend fand, Stiller dann auch in allen Gesprächen nach dem Spiel, auch bei den Kollegen von Sky. Da wollte ich gerade hin, ja. Ja, okay, also er hat so diese Unbekümmertheit. Er stellt sich hin, zuckt fast mit den Schultern und sagt, ja gut, dann fahre ich halt nach Dortmund und dann stellt mich halt der Trainer da auf und dann mache ich das halt. Ja, genau. Der hat das kommentiert, wie wenn er eine Runde zocken gehen würde, ja, an der Konsole. Genau. Genauso, das haben wir ihn dann gefragt, was machst du denn heute noch, wenn daheim bist? Ach, vielleicht eine Runde Counter-Strike, mal gucken. So, also völlig entspannt, ja. Und er hat halt gerade einfach 99 Minuten Top-Performance runtergerissen, ja, wo eigentlich jeder auch das Recht hätte zu sagen, Junge, heute habe ich es aber mal allen gezeigt. Nö, ich gehe eine Runde zocken. Bin wirklich froh, auch nochmal zu dem Zeitpunkt, als er verpflichtet wurde. Ich war schon wirklich, ich bin mit sehr viel Vorschusslorbeeren Richtung Angelo Stiller gegangen. Ich bin so froh, dass er das zeigt. Und ehrlich gesagt, er übertrifft das, was ich noch von ihm erwartet hatte. Ja. Weil er einfach, er ist einfach eine Persönlichkeit auch auf dem Würde Platz. Würde zu EM fahren, wären Groß und Gündogan nicht so festgesetzt, wie sie es eben sind. Aber es kommt ja bald wieder eine WM und wenn er so weiterspielt, dann wird er da dabei sein. Angelo Stiller gilt es abzufeiern. Es gilt noch so viele andere abzufeiern. Ich möchte zwei da stellvertretend noch erwähnen. Einer, der viel, viel abbekommen hat nach dem Heidenheim-Spiel mit Alexander Nübel, der den VfB in der ersten Hälfte vor dem eigentlich sicheren Rückstand bewahrt hat, als Herr Adeyemi plötzlich frei auf ihn zugelaufen ist. Auch da wiederum sagt Alex Nübel nach dem Spiel, ja und gut, dann schießt Adeyemi mich halt an. Also er sagt, ja gut, dann schießt er mich an und so geht der Ball halt vorbei. Es war halt einfach auch trotzdem die Tatsache, dann müssen wir halt Nübel loben, wenn er es selber nicht tut, dass er lange stehen bleibt, dass er groß bleibt, dass er Adeyemi vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringt. Klar muss er den dann eigentlich versenken. So, aber wenn du ein guter Torwart bist mit entsprechender Ausstrahlung, dann wirst du auch mal in Anführungsstrichen angeschossen.
Freut mich besonders, dass er hier den Rückstand sozusagen verhindert hat für den VfB. Das ist die eine Geschichte und die andere. Wir haben viel über Angelo Stiller gesprochen bei uns. Auch völlig zu Recht in meinen Augen zum Spieler des Spiels erkoren wurde Jamie Leveling, der für mich fast sinnbildlich stand für den VfB in diesem Spiel. Denn nicht nur, dass er eine richtig starke Leistung gebracht hat, defensiv, offensiv, das Tor vorbereitet hat, nachdem der VfB 1-0 geführt hat, wirklich, wenn jemand noch sehen will, was es heißt, bis zur Erschöpfung Fußball zu spielen, dann ist es das, was Jamie Leveling gemacht hat. Der hat das letzte Körnchen, das er in sich hatte, rausgeholt. Nicht wenige sagen ab sofort nur noch Jamie Leve King. Aber das ist eine andere Geschichte. Das schönste Bild für mich von Jamie am diesem Wochenende war nicht sein Jubel nach diesem Tor und auch nicht sein erschöpfter Abgang und auch nicht seine Performance davor. Das schönste Bild war, wie er mit einem riesigen Döner in beiden Händen in den Mannschaftsbus stieg, mit leuchtenden Augen, wie so ein kleines Kind. Ja, ich habe heute, glaube ich, das beste Spiel meiner Karriere gemacht. Heute geht alles. Ich nehme alle drei Soßen. Das spricht auch so für ihn. Es war fantastisch, den Kerl zu sehen. Es hat ihn so beseelt. Ja, das hat ihn so glücklich gemacht. Und er hat es ja wirklich verdient. Er hat ja hier keinen guten Start gehabt. Hat sich da reingebissen, reingearbeitet. Jetzt 3 Tore, 4 Vorlagen in 12 Rückrundenspielen. Alter, das ist richtig, richtig stark. Ja, und ich würde so weit gehen zu sagen, dass der VfB alles unternimmt, um diese Kaufoption zu ziehen und dann ihn hier zu binden. Er möchte eh hier bleiben, er will nirgendwo anders hin. Habt ihr alle die Tage sicherlich auch den TikTok-Schnipsel gesehen oder Twitch oder was der da rumging. Auch das hat er uns in die Mikrofone diktiert. Ich habe das Tape noch irgendwo von Samstag. Der würde sehr gerne hier bleiben und hat das Ganze dann noch mit einem Satz garniert, den man einfach immer wieder hervorheben sollte. Die Mannschaft, Alter, die Mannschaft, das ist so eine tolle Truppe. Ich spiele schon lange Fußball, aber die Mannschaft hier, das ist eine richtig geile Truppe. Ja, und dieses, sag ich mal, dieser Einblick in die Inner Chemistry, ja, der ist halt bei einem Typ wie ihm nicht gefaked, nicht gespielt, nicht überproportional gewertet oder downgraded, nichts, nein. Das ist so echt. Bei ihm, der kann sich gar nicht verstellen, das kann der nicht. Ja, der ist, ich weiß noch, wie er sein erstes Interview hier gegeben hat, am Spielfeldrand, bei seinem ersten Training, letztes Jahr im Sommer, der hat da Bretter rausgehauen, das ist, wenn der so weitermacht, dann haben wir aber viel Spaß mit ihm, also wir als Reporter, ja, weil du natürlich immer erpicht bist darauf, gute Lines, gute Zitate zu bekommen, und der ist einfach echt, ist ein purer, geiler Franken-Junge, der einfach Bock hat, hier zu zocken. Und wie er die Mannschaft hervorhebt, das kannst du dann auch genauso rüberspiegeln auf das Tor, das am Ende diese Partie entschieden hat. Denn dieses Tor, das 1-0 in der 64. Minute, das war ein Mannschaftstor. Natürlich. Übrigens, viele internationale Medien merken langsam, was da gerade passiert. In Stuttgart nehmen das auf. Der Riese, der wieder erwacht ist und wieder zurück ist. Und dieser Sieg in Dortmund, der hat mittlerweile auch nicht nur überregional, sondern auch über Deutschland hinaus für Aufsehen gesorgt. Ja. Und viele, ich habe mich da ein bisschen rumgelesen, zum Glück habe ich von meinem Englisch-Lehrer noch ein bisschen was mitnehmen können, die nehmen auch dieses Tor raus. Die sagen sich alle, guckt euch dieses Tor an. Das ist ein Gemälde. Ja, das ist von Anfang bis Ende. Wenn Lothar Matthäus, Ballgewinn an ist es das. Wenn Lothar Matthäus anfängt, Ballkontakte zu zählen und aus dem Schwärmen nicht mehr rauskommt, ja, und auch der Mann versteht das Spiel. Und wenn die internationale Presse sagt, schaut euch mal diesen Spielzug an. Von hinten raus, Ballgewinn, Stiller, direkt, jeder weiß, schaut euch an, die Laufwege auf der Außenbahn, raus zu Jamie Leveling. Er sieht, er weiß genau, wo Serhou Guirassy steht. Und Serhou Guirassy macht Serhou Guirassy Dinge. Haut dieses Ding, unhaltbar für Gregor Kobel, der zwar noch dran ist, aber haut das Ding unhaltbar einfach rein, weil es so platziert, so siehst stark. Siehst du auch die Klasse so übrigens von Gregor Kobel in der Situation. Exakt. Weil also 99% aller Keeper kriegen da keinen Finger mehr dran. Ja? Er kriegt also den Finger ran, kann das Tor trotzdem nicht verhindern. Und Serhou Guirassy gleicht aus mit Mario Gomez, schickt noch den Torero raus. Es ist wirklich, wirklich ein Wahnsinnsangriff gewesen. Und wenn man sich dann halt überlegt, 64. Minute, als VfB-Fan so vielleicht auch vor der Glotze, denkt man, okay, das ist schon mal richtig geil. Wahrscheinlich wird es nicht verloren werden, das Spiel. Dass die Dortmunder dann natürlich nochmal drücken werden, dass die ihre Chancen kriegen werden, das war klar. Dass Herr Schlotterbeck in bester Manier das Ding drüber rotzt,
Das kommt dann auch noch hinzu. Haben Sie schon mal Fußball gespielt, Herr Pavlic? ich habe leider kein Transfermarktprofil, ne? Aber gut. Aber dass natürlich die eine oder andere Situation kommen würde, die der VfB zu überstehen hat, das ist doch ganz klar in Dortmund. Aber mit ein bisschen Glück und mit viel Können hat er das gemacht, dieses leidenschaftliche Verteidigen bis zum Schluss, auch immer wieder diese Nadelstiche zu setzen, Gerassi nochmal in 90+5 oder 90+6 nach Vorlage vom eingewechselten Silas, das ist echt bemerkenswert. Und dann auch noch ein letzter Punkt, Philipp, und dann kommen wir, glaube ich, zu den Daten, dass auch ein Leonidas Stergiou eingewechselt wird, weil Joscha Wagnermann verletzt raus muss und auch da vor dieser gelben Wand das Ding wegverteidigt. Auch noch eine bockstarke Flanke auf Dennis Undav schlägt, der fast das zweite Tor macht. Das nötigt mir so viel Respekt ab. Ich habe so viel Hüte gar nicht, wie ich sie ziehen kann. Und wir haben, das werden wir in den nächsten Wochen machen, ich versprochen, über Leonidas Stergiou sprechen, weil, wie wir es schon angekündigt haben in der vergangenen Woche, der Junge kommt rein, der macht keine Fehler. Besonders bemerkenswert ist, wie er jede Abwehraktion abgefeiert hat. Ne? Schlotterbeck haut das Ding drüber, die Faust Richtung Nübel. Abwehr im Kopfballduell gegen Füllkrug, die Faust. Also der ist aus dem Bäckerfaustmachen gar nicht mehr rausgekommen. Aber auch das spricht dafür, dass diese Mannschaft nicht nur wunderschön spielen kann, siehe 1:0, sondern auch wunderbar leidenschaftlich verteidigen kann. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer unser Abschlussbericht von Felix. Und dann gehen wir in die Werbung und danach haben wir einen interessanten Gesprächspartner für euch. Wetten? Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Was für eine Saison. Mal ein ganz simpler starten die Daten. Was für eine Saison. Der VfB gewinnt auch beim BVB 0:1. Nübel bleibt weiter der Keeper mit den zweitmeisten weißen Westen. 9x0 in dieser Saison. 2,13:1,62 Expected Goals standen am Ende bei der Bundesliga. Dies mit 7:2 Schüssen aufs Tor pro Dortmund. Mit 47% hatten die Schwaben den zweitniedrigsten Ballbesitz in dieser Saison. Nur in Leipzig hatten sie noch 1% weniger. 488 Pässe spielten die Borussen, 510 die Schwaben. Kurios, obwohl diese beiden Werte nah beieinander sind, ist es einerseits der sechstniedrigste Wert beim VfB und der fünfthöchste Wert eines VfB-Gegners. Gespielt wurden diese mit 85% und 87% Passquote. Der BVB lief insgesamt 1,1 Kilometer mehr und legte zwei mehr Sprints hin, eng beieinander. Zweikämpfe gewann der VfB immer wieder mehr, 81:91, 8:3 Ecken und 8:8 Fouls kommen hinzu. Serhou Guirassy hat nun die 24 Saisontore erreicht, Rekord eingestellt von Mario Gomez in der Saison 2008-2009. Er wirkte das auch mit dem Torero-Jubel. Ein Treffer noch und er ist alleiniger Rekordtorschütze in einer Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart. Auch passend dazu, in der Meistersaison 2006-2007, die der aktuelle VfB ja auch überbietet, hat Gomez auch das entscheidende 0:1 in Dortmund geschossen. Überholt hatte die VfB-Legende nun in den Führungstreffern. 9-mal traf der Guinea diese Saison schon zur 1:0-Führung, Vereinsrekord. Insgesamt hat Guirassy beim VfB im 44. Spiel sein 35. Bundesliga-Tor erzielt, eine unglaubliche Quote. Alle drei Spiele in dieser Saison der VfB nun gegen den BVB gewonnen. Das ist besonders, genauso wie der neue Auswärtsrekord. 5 Auswärtssiege in Folge gelangen den Schwaben noch nie in der Bundesliga, diese Saison nun schon. Der VfB ist nun mit 18 Punkten vor dem Tabellensechsten aus Frankfurt, das bei noch 6 verbleibenden Spielen, also genau 18 zu spielenden Punkten, dazu 23 Tore besser im Torverhältnis. Der VfB spielt also garantiert europäisch in der nächsten Saison. Mit 7 Punkten Abstand wird aber die Champions League weiter klar anvisiert. In der letzten Saison wären die Weiß-Rot mit den 60 Punkten nach 28 Spieltagen auch Tabellenführer gewesen. Punkte gab es nur für den VfB, einen Rekord stellten aber BVB und VfB gemeinsam auf. 364 Tore fielen nun schon bei den Ligaduellen der beiden Traditionsvereine, so viele wie in keiner anderen Partie in der Bundesliga. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten. Und da sind wir zurück in der 285. Folge unseres Podcasts und haben für den Mittelteil einen Gesprächspartner zu uns geholt, nämlich Felix Boddenberg von Winamax Deutschland. Da merkt ihr, wir gehen auf ein Thema ein, um das uns auch schon viele Rückfragen von euch erreicht haben. Viele von euch haben gesagt, Mensch, wollt ihr nicht nochmal das Thema aufgreifen und nochmal das auseinanderklamüsern, was denn da alles passiert ist rund um den VfB? Und wir dachten uns, ja, machen wir, sprechen aber direkt mit der Quelle. Insoweit herzlich willkommen, Felix.
Hi Christian, hi Philipp, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier als Winamax dabei sein darf und ja, das Unternehmen ein bisschen repräsentieren kann, um euch auch zu sagen, was in den letzten Monaten alles so passiert ist, gerade mit dem Hauptsponsoring beim VfB Stuttgart, ist natürlich super interessant. Von daher vielen Dank auf jeden Fall. Gerne, wir freuen uns vor allem, dass wir mit dir sprechen können und nicht nur über Winamax sozusagen. Vorweg vielleicht die Info, unser Kollege Gregor Preis hat vor, ich glaube rund 10 Tagen war es, ein größeres Stück auch rund um diese Thematik Winamax Hauptsponsoring beim VfB Stuttgart geschrieben. Wir hauen euch den Link dazu, zu diesem großen Text in die Shownotes. Das heißt, ihr da draußen könnt, wenn ihr noch Infos wollt und euch da noch tiefergehend informieren wollt, dann über diesen Text sozusagen noch weitere Sachen zuführen, die euch da möglicherweise interessieren. Aber vielleicht vorweg, Felix, fragen wir direkt dich mal als erstes. Wer bist du? Und wenn ja, wie viele, fragen wir immer sonst gerne. Aber stell dich doch einfach mal gerne mal vor für uns Hörer. Ja, ich bin Felix, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit mittlerweile 2 Jahren bei Winamax, bin Marketingverantwortlicher für den deutschen Markt. Wir sind seit 2021 in Deutschland. Ja, und durch das Hauptsponsoring beim VfB Stuttgart hat natürlich das Marketing auch bei uns noch eine ganz neue Dynamik erfahren und das einfach super spannend. Und mein Job ist quasi Marketing für den deutschen Markt, wo der VfB Stuttgart eine wichtige Rolle spielt. Was hat dich denn dahin getrieben? Also bist du, wie kommt man zu einem in diese Position? Also ich bin ursprünglich nach Frankreich gekommen, vor mittlerweile schon seit 4 Jahren, habe hier noch einen zweiten Masterstudiengang gemacht, in der Zeit mitten in Corona. Und war dann erst für ein Jahr in einer klassischen Beratung, wo ich dann aber recht schnell festgestellt habe, okay, das ist jetzt nicht der Berufszweig, wo ich mein Leben gerne verbringen möchte. Und dann habe ich einfach das Angebot hier von Winamax gesehen und das ist einfach super spannend, weil es geht quasi um den deutschen Markt die ganze Zeit in einem französischen Unternehmen im Zentrum von Paris aus. Und deshalb habe ich da auch nicht lange gezögert, habe mich beworben und ja, alles richtig gemacht. Nimm uns doch mal mit, Felix, wie das Ganze dann zustande kam, auch mit dem VfB Stuttgart, weil du bist ja auch eben wichtig eben für diese Schnittstelle, Winamax, als französisches Unternehmen, das in Deutschland Fuß fassen möchte und vermutlich vielen Fans zum ersten Mal dann auch in Deutschland wirklich so ein Begriff wurde, als es eben um die Geschichte beim VfB Stuttgart ging. Wie lief das? Wie lief die Einstiegszeit? Wie würdest du da auf das zurückblicken, als das alles dann anlief, vergangenes Jahr? Ja, erstmal mal zurückzukommen auf den Begriff Schnittstelle, das ist es tatsächlich, ja. Es ist extrem wichtig bei uns einfach, dass wir deutsche Mitarbeiter auch haben. Was den VfB angeht, bin ich halt auch mit der Hauptverantwortliche, ja, weil im täglichen Austausch und es ist recht viel, es waren Projekte, es kommen in Zukunft auch noch größere, deshalb ist es einfach extrem wichtig. Und was jetzt den Einstieg beim VfB betrifft, ja, wir haben uns einfach im Januar Anfang 2023 überlegt, wie man halt auf dem deutschen Markt Alleinstellungsmerkmale schaffen kann, ja. Weil als legaler und lizenzierter Anbieter ist das gar nicht so einfach, weil die Restriktionen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, dann doch recht hoch sind. Um sich von der Konkurrenz dann abzugrenzen, ist es einfach wichtig, dass es um Alleinstellungsmerkmale geht. Ja, und wie das dann im modernen Fußball ist, sind wir an Sport 5 herangetreten. Ist ja auch kein Geheimnis, die den Vertrieb beim VfB Stuttgart machen. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ja, es waren dann auch recht schnell die Hauptverantwortlichen vom VfB Stuttgart und von Sport 5 bei uns im Büro in Stuttgart. Wir sitzen direkt in Paris, Entschuldigung. Wir sitzen direkt bei Invalide, weil auch wir einfach das Gefühl hatten, okay, es ist wichtig auf jeden Fall, sich persönlich zu treffen, sich miteinander auszutauschen, auch dem VfB ein gutes Gefühl zu geben, dass wir halt nicht der klassische Sportwettenanbieter sind, der sich da irgendwo versteckt. Ja, Transparenz ist für uns einfach das A und O, gerade in Deutschland. Und ja, so hat sich's dann entwickelt. Ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, auf den wir direkt auch eingehen können, ne? Wie wir bei uns im Podcast so gern sagen würden, in medias res. Also du hast gerade umschrieben, ihr seid, ich sag's jetzt mal salopp, noch der etwas andere Wettanbieter. Wie würdest du das, auch vor dem Hintergrund dessen, dass es natürlich heftige Reaktionen gab, auch im vergangenen Sommer, als
als Finnermax als Hauptsponsor präsentiert wurde bei den Fans des VfB Stuttgart. Wie würdest du das umschreiben und inwieweit ist das so, dass ihr da anders seid, deiner Meinung nach, und eben nicht in dem Strom dieser vielen anderen Anbieter mitschwimmt, die sonst irgendwie in Werbeblöcken während der Bundesliga-Konferenz zu sehen sind? Ja, also erstmal muss man, glaube ich, das Ganze ein bisschen von oben betrachten. Ja, wir als Winamax haben ja unsere Erlaubnis im Jahr 2021 bekommen. Es gibt, glaube ich, gerade so ungefähr 30 legale und lizenzierte Anbieter in Deutschland. Ja, und all diese Anbieter haben halt das Recht, da sie auf der Whitelist sind, ja, ist vielleicht ein bisschen technischer Begriff, ist keine Blacklist, ist es eine Whitelist, haben wir halt offiziell und rechtlich das Recht, unsere Sportwette in Deutschland anzubieten. Und um ganz ehrlich zu sein, ist das auch schon wirklich ein Alleinstellungsmerkmal gerade, weil in Deutschland mit dem Glücksspielstaatsvertrag, der im Jahr 2021 verabschiedet wurde, war es eigentlich das Ziel, den Schwarzmarkt einzudämmen. Leider betrachten wir gerade das Gegenteil. Der Schwarzmarkt steigt sehr stark, ja, und die Kanalisierung beim Verbraucher ist halt extrem schwierig, weil nicht zwischen legalen und illegalen Anbieter unterschieden werden kann. Um jetzt aber auf den Punkt zurückzukommen, unter diesem Pool der legalen und lizenzierten Anbieter, ist es bei uns, bei Winamax, einfach extrem wichtig, den Fokus auf Community und Unterhaltung zu richten. Ja, und das ist auch so ein Fokus, ein bisschen, der aus Frankreich kommt. Wir haben nicht das Ziel, jemanden für die Sportwette zu bekehren. Wir wollen einfach für den Sport ein Add-on bieten und das Ganze auch mit unseren Spielern auf gegenseitigem Respekt. Und deshalb auch, was unsere Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart angeht, wir wollen einfach Teil dieser Symbiose sein zwischen Verantwortlichen, anderen Partnern, Fans, und dieses Thema Transparenz und auch offen anzusprechen, wie unser Business funktioniert. Ja, ich glaube, da würden Ihnen die wenigsten anderen Sportwettenanbietern oder euch besser gesagt, Entschuldigung, Auskunft drüber geben, ja. Und das liegt uns halt wirklich am Herzen in unserem alltäglichen Handeln. Warum steigt der Schwarzmarkt so stark? Der Schwarzmarkt steigt vor allem deshalb so stark, weil die Anforderungen, um eine deutsche Lizenz zu bekommen, extrem hoch sind, ja. Es gibt extrem hohe technische Anforderungen, ja, muss ich jetzt nicht im Detail reingehen. Nee, aber da geht es um Spielerschutz und solche Sachen, nehme ich an. Ja, und viele Anbieter, die können diese Anforderungen schlichtweg nicht erfüllen, ja, und deshalb sagen die sich, hey, ich kann, wenn ich im Grau- und Schwarzmarkt bin, viel einfacher Geld verdienen, es wird kaum von der GGL, von der deutschen Glücksspielbehörde der Länder verfolgt, ja, und dann gehen sie halt diesen Schritt, und deshalb sehen wir diese starken Zuwächse beim Schwarzmarkt und bis jetzt noch keine Mechanismen, um den halt zu verkleinern. Ihr selbst wisst aber auch, also als auch wenn man als Anbieter wie ihr agiert und versucht sich an die Regeln hält und auch, wie gesagt, für Transparenz und steht und so weiter. Man ist Teil einer problematischen Branche oder einer Branche, die Probleme hat, die problematisch gesehen wird, die aber auch, eben wie gesagt, Spielsucht ist ein großes Thema. Wie kann man da das denn überhaupt versuchen zu schaffen, dass man in einem entsprechenden Licht dann dasteht, beziehungsweise seine Position, so wie du sie vertrittst, um die zu erreichen, muss man ja erstmal Dinge versuchen, dauerhaft nachzuweisen, nachhaltig nachzuweisen. Dabei hast du ständig medialen Gegenwind, musst dich auch so wie in Sendungen wie jetzt hier dann immer versuchen, entsprechend zu positionieren. Oder wir kommen nachher noch drauf, du gehst auf eine Veranstaltung in der nächsten Woche, wo man das auch, der man auch beiwohnen kann. Wie schwierig ist diese Gemengelage in diesem Gesamtkontext, in dem man sich da bewegt? Ja, ich glaube, auch das muss man wieder so ein bisschen auf die Metaebene holen. Einen wichtigen Stichpunkt hast du gerade schon genannt, diese Rechtfertigungslage. Ja. Ja. Wenn man als Unternehmen immer wieder in diese Rechtfertigungsschleife kommt, dann macht das natürlich das Leben nicht einfacher. Auf der anderen Seite brauchen wir auch diese Rechtfertigung, um den Verbraucher einfach darüber aufzuklären,
wie der deutsche Sportwettenmarkt gestaltet ist. Weil wenn ihr auch selber mal oder auch ich im Freundeskreis nachfragen und dann immer noch über die Regeln in Schleswig-Holstein gesprochen wird und von Anfang an gesagt wird, das ist ja alles verboten, das Business beruht auf Spielsüchtigen und ich meine, ihr kennt die ganzen Kommentare ja in den sozialen Netzwerken auch, ja. Deshalb ist es für mich auch einfach wichtig, an solchen Sendungen teilzunehmen, um zu sagen, hey, so ist das Ganze strukturiert. Yeah. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was Spieler- und Jugendschutz angeht, ich habe es gerade schon angesprochen, die Anforderungen sind extrem hoch und diese Anforderungen implizieren natürlich auch den Jugend- und Spielerschutz. Ja, auch da könnte ich jetzt wieder sehr technisch werden, mache ich jetzt nicht. Aber ich vergleiche das Ganze immer ganz gerne mit einer Art Schutzschirm. Ja, wir als legaler Anbieter haben und müssen extrem viele Mittel umsetzen, ja, um den Spieler und dann auch die Jugend bestmöglich zu schützen. Ja, diese Anforderungen erfüllen wir bei Winamax, so wie das andere legale Anbieter auch tun. Allerdings wird es immer Schlupflöcher geben, ja, wo halt der Verbraucher, und da kommen wir wieder auf den Schwarzmarkt zu sprechen, wenn jemand wirklich spielsüchtig ist, ja, und dieser Sucht nachgehen will, der findet Möglichkeiten. Wir können diesen Schutzschirm breitflächig spannen, aber durch den Schwarzmarkt wird es immer die Möglichkeit geben, illegal zu spielen. Und vielleicht noch ein Punkt, dann höre ich damit auch auf. Was mir auch wichtig ist zu betonen, ist die Bevormundung des Verbrauchers. Ja, wir reden hier immer noch von Erwachsenenunterhaltung. Ja, wir tun unser Bestmögliches, aber am Ende liegt es natürlich auch beim Verbraucher ein Stück weit selbst, seiner eigenen Verantwortung nachzukommen. Klar, aber wie das halt mit Sucht so ist, Wenn jemand in diese Bereiche abdriftet, dann ist es schwierig, ihm noch mit Verantwortungsgefühl zu kommen. Ja, aber klar, auf jeden Fall. Wobei ich da auch noch sagen muss, was das Thema Sucht angeht, die Sucht, die findet nicht im legalen Markt statt. Weil wir haben ja schon allein nur, um ein Beispiel zu nennen, ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro. Ja. Ja, ich will die 1.000 Euro nicht kleinreden, aber für einen Süchtigen ist es nicht viel. Ja, ja, nee, das ist tatsächlich auch nachweisbar, nicht nur bei euch, sondern auch bei anderen, die eben, sag ich mal, gewitelistet sind, da, das ist tatsächlich nachweisbar, dass es dort nicht stattfindet. Ja. Als ihr hier eingestiegen seid, war natürlich das, sag ich mal, schwäbisch gesagt, Schrei groß, ja, diese traditionelle Platzierung auf dem Brustring und so weiter, euren Wettanbieter, da hat man auch nicht danach geschaut, dass sowas ja schon, sag ich mal, im internationalen Vergleich schon lange Jahre gang und gäbe ist, ja. Dann hattet ihr einen Einstand, der, sag ich mal, ein bisschen gerumpelt hat mit ein, zwei Geschichten, da weiß ich, die Rubbellos-Nummer, die damals passiert ist, oder auch, dass sich Porsche dann entsprechend positioniert hat. Wie würdest du jetzt nach, ja, jetzt sind es dann bald 9 Monate, rückblickend den Einstieg, den Start und den Status quo von euch in der Beziehung mit dem Club und auch mit den Fans beschreiben? Super spannende Frage und meine Gefühle, die hatten, was das angeht, natürlich von Anfang jetzt bis jetzt, waren sehr gemischt, ja. Also was den Anfang natürlich angeht, kommen, glaube ich, auch auf Vereinsseite extrem viele Faktoren einfach zusammen, warum die Kritik so hoch war, ja. Wir hatten diese Absichtserklärung zwischen Porsche und dem VfB Stuttgart. Es gab natürlich auch noch das Interview mit Alex Werle. Ja, viele Fans haben natürlich damit gerechnet, ah, okay, jetzt kommt ein regionales Unternehmen rein. Ja, und am Ende waren es halt wir, Winamax. Ja, und was ich da einfach nur zu sagen kann, ist, dass wir von Anfang an, und das hat sich auch mit den Gesprächen mit dem VfB Stuttgart extrem schnell rausgestellt, wir hatten einfach extrem viel Bock darauf, ja. Und mein Kollege Lennart, der hat ja auch im Podcast am Anfang der Saison gesagt, hey, wir wollen mit dem VfB Stuttgart nach Europa. Noch ist es nicht offiziell in Anführungszeichen. Ja, kannst du aber schon mal buchen, glaube ich. Aber ich, ja, eben, ich glaube, man kann es buchen und damit hat am Anfang der Saison wirklich überhaupt keiner gerechnet. Und
man muss sich auch nochmal einfach in die Lage hineinversetzen, wo der VfB Stuttgart vor einem Jahr stand. Ja, Relegation, große finanzielle Schwierigkeiten, ja. Und ich kann natürlich nicht für den VfB Stuttgart reden, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass auch mit anderen potenziellen Partnern natürlich sich ausgetauscht wurde, ja. Aber wir als Winamax hatten dann halt den Mut, ja, okay, lass uns das machen. Und was dann sportlich abgegangen ist, ja, oder immer noch abgeht, ist natürlich, entschuldigt die Ausdrucksweise, aber hammergeil, ja. Es macht einfach super Spaß. Wir können ganz gut mit solchen Begriffen hier umgehen. Keine okay, Sorge. Okay. Ja. Da ist hammergeil noch ganz oben auf der. Ja, okay, ja, okay. Das ist kein Problem. Felix, du hast es auch gerade angesprochen, den kleinen Umweg noch über den sportlichen Erfolg genommen, den der VfB gerade genommen hat. Philipp hat vorher diese Rubbel-Aktion mal angesprochen. In den vergangenen Monaten haben wir den Eindruck, dass ihr euch als Unternehmen da medial eher zurückgehalten habt. Ist das möglicherweise auch diesem sportlichen Erfolg geschuldet, so nach dem Motto, lass die mal machen, von Woche zu Woche gewinnen, das läuft schon und dann passt sich das alles gut ein, oder ist das auch schon vorher so eine Überlegung gewesen, wir gucken einfach mal, wie das wird und melden uns dann vielleicht dann irgendwann mal, vielleicht mal Mitte April in irgendeinem Podcast hier zu Wort? Nein, um das einfach nochmal zu sagen, unsere Strategie ist wirklich, ja, wir mischen uns nicht in vereinsinterne Themen ein, ja. Wir wissen alle selber, ihr wisst es am besten, dass rund um den VfB ziemlich viel passiert. Auch was die anderen Partner vom VfB angeht, ja, wir versuchen einfach, jedem auf maximaler Augenhöhe zu begegnen. Wir wollen den maximalen sportlichen Erfolg vom VfB Stuttgart. Wir haben natürlich auch, ja, und das ist auch kein Geheimnis, natürlich machen wir das Sponsoring beim VfB als Hauptsponsor natürlich auch, weil wir auch Business-Absichten haben. Ja, natürlich wollen wir unser Geschäftsmodell auf dem deutschen Markt, nicht nur in Stuttgart, etablieren. Aber was am Anfang halt gesagt wurde, ist, ja, jetzt kommt die Sportwette nach Stuttgart. Ja, am Ende der Saison wird es nur noch Süchtige geben. Ein Skandal wird den anderen jagen. Das ist ja alles nicht eingetreten. Ja, wir sind von Anfang an skandalfrei geblieben. Wir mischen uns nicht in vereinsinterne Themen ein und genießen gerade einfach diese sportliche Reise. Und wir wissen alle, ja, auch von anderen Vereinen, wie das nächstes Jahr auch wieder aussehen kann, ja. Da wird es von uns aber von unserer Seite genauso wenig geben, wie es jetzt gerade auch stattfindet, ja. Ja, trotzdem drängt sich mir der Eindruck auf, also ihr haltet euch schon sehr, sehr zurück. Also ich muss nur mal, ein technischer Aspekt, wenn ich jetzt Fußballwetten in meine Suchleiste eingebe, dann taucht da Winamax nicht auf oder halt in sag ich mal Bereichen, die eher weiter hinten sind. Da kommen erst jede Menge andere Unternehmen. Diese klassischen Platzierungen, wo man viel Fußball oder Wettanbieter findet, auf anderen Webseiten, die sich mit Fußball beschäftigen, seid ihr nicht groß unterwegs. Werbeflächen in der Stadt außerhalb des Stadions sehe ich nicht wirklich. Wenn man jetzt zugrunde legt, dass 24, 25, vielleicht 26% laut Statista aller Fußballinteressierten sagen, sie wetten ab und zu auf ein Fußballspiel. Das ist immerhin ein stabiles Viertel. Ich gehe nicht davon aus, dass sich euer Engagement bisher rechnet, vielleicht auch gar nicht rechnen muss, aber was diesen Markteintritt angeht, wo seid ihr denn da? Ja, ich bitte da um Verständnis, dass wir jetzt natürlich nicht über Zahlen reden können, ja. Aber was ich halt auch sagen kann, ist, dass, und das betrifft nicht nur Winamax, ja, das betrifft alle legalen Anbieter, ja, dass die Wirtschaftlichkeit dieses Geschäftsmodells unter aktuellen Bedingungen einfach nicht mehr von Anfang an zwingend gegeben ist, ja. Man muss sich ja nur mal den Markt anschauen. Wir haben einen Rückgang der Spieleinsätze das zweite Jahr in Folge um 5,4%. Wir haben einen Rückgang der Steuereinnahmen vom Bund und Länder um 5%, ja. Und gleichzeitig, und jetzt setze ich wieder die Winamax-Brille auf, es gibt einfach extrem viele Anbieter, ja, die historisch bedingt auf dem deutschen Markt gut Geld verdient haben, die auch immer noch da sind,
Ja, und unsere Position in Frankreich ist natürlich ziemlich groß. Ja, diese Position haben wir allerdings nicht auf dem deutschen Markt. Und ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass wir in unserer Strategie auch erstmal so ein bisschen das Feingefühl ermitteln wollen. Ja, wenn man sich jetzt TV anschaut, dann ist das natürlich auch, muss man natürlich auch abwägen. Ja, ihr seht es ja selber, bei Sky oder DAZN von 5 Spots sind 4 Sportwettenanbieter. Will man da jetzt Nummer 5 sein oder will man sich das erstmal ein bisschen anschauen, um zu gucken, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, ja, um die Spieler zu überzeugen. Aber ja, es gibt sicherlich für uns noch viel Potenzial. Mir geht seit ein paar Wochen übrigens Krombacher Spezi wahnsinnig auf die Nerven, aber das nur am Rande gesagt an der Stelle. Es gibt auch viele andere tolle Spezi-Getränke. Mhm. Ja. Beispielsweise hier bei uns in der Region. Aber gut, lass uns mal kurz rechtlich werden, Felix. Es gab vor kurzem ein Urteil des Bundesgerichtshofs, das möglicherweise für ja, so einen kleinen Erdrutsch sorgen könnte in der Branche. Vor allem geht es dann aber auch darum, dass eben Menschen, die tief in die Sucht reingerutscht sind, dann auch entschädigt werden können. Das betrifft ja euch als Winnermax mitnichten, weil ihr da ja anders unterwegs seid, auch Stichwort Cash-Out-Funktion und solche Geschichten. Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen kurz mitnehmen und sagen, inwieweit das möglicherweise auch dich und euch als Unternehmen dann möglicherweise beeinflussen könnte? Also klar, kann ich sehr gerne machen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber es steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs an, ob Sportwetten ja vor 2021 mutmaßlich illegal waren. Ja. Und man muss sich nur mal die Presse anschauen oder man muss sich auch den offiziellen Sponsor der Fußball-Euro in Deutschland anschauen, Betano, die da in Kritik geraten sind, ob die möglicherweise an die Spieler, die auf ihren Webseiten gewettet haben, Geld zurückzahlen müssen. Ja. Was für uns als Winnermax natürlich sehr positiv ist, unser Name taucht da nicht auf, einfach aus dem Grund, weil wir vor 2021 nicht auf dem deutschen Markt tätig waren. Ja. Ich kann natürlich nicht für andere Unternehmen sprechen. Ich kann vermuten, dass du auch so ein bisschen auf den Artikel raus willst mit Chargeback 24, ja, die halt sagen, dass andere Anbieter vorher wirklich illegal auf dem deutschen Markt gewesen sind und dass halt auch die entsprechenden Daten vorliegen. Ich habe diese möglichen Beweise nicht gesehen. Ja, wenn Chargeback da Recht behalten sollte, dann wäre das sicherlich in gewisser Weise skandalös und muss natürlich auch gegen angekämpft werden. Aber ich weiß es halt nicht und kann dementsprechend zu dieser Thematik keine Stellung beziehen, aber schauen wir mal, was jetzt der BGH entscheidet, ja. Der deutsche Markt ist, auch wenn man das Stück von unserem Kollegen Gregor Preis auch nochmal sich zu Gemüte führt, das ich am Anfang angesprochen habe, der deutsche Markt ist sehr reguliert, jetzt in den gerade jetzt vor kurzem, was den Wettanbietermarkt angeht. Und der Artikel von Gregor wurde umschrieben mit, ist Winnermax sozusagen das weiße Schaf unter den Schwarzen, ja, mit einem Fragezeichen versehen. Wie würdest du das einordnen, vor allem dahingehend, gerade mit Blick auf diese Regelungen, wie schwer ist es, sich da reinzuhalten und inwieweit ist das für euch Problem oder Chance? Mhm. Also zu dem ersten Teil deiner Frage, ob das mit dem Schaf dann wirklich zutrifft oder nicht, kann ich als Winnermax nicht beurteilen. Als ich den Artikel gelesen habe, hat es mich natürlich gefreut, dass Winnermax in diesem Zusammenhang positiv genannt wurde, was mich wirklich gefreut hat, weil wenn man mal am Anfang der Saison die Artikel betrachtet, ja, dass Winnermax auch in die Kerbe einschlägt, wie das andere Sportwettenanbieter machen, dass ja dadurch mehr oder weniger zurückgenommen wurde. Was den Glücksspielstaatsvertrag angeht, ja, und diese hohen Regulierungen, ja, natürlich ist es extrem wichtig, dass es diesen deutschen Glücksspielstaatsvertrag gibt, ja, mittlerweile schon der vierte. Und es ist auch richtig, dass extrem viel für Spieler und Jugendschutz gemacht wird, ja.
zu 100%. Natürlich müssen wir uns als legaler Anbieter in unseren Angeboten zurücknehmen, ob das Live-Wetten sind, zum Beispiel Live-Wetten auf Torschützen, Live-Wetten auf UMDAV, Girassi, das ist nicht mehr möglich, ja. Oder auch die klassische Cash-Out-Funktion, wie sie es früher gab, ist in dieser Art und Weise auch nicht mehr möglich. Und rein aus Business-Perspektive macht das das natürlich schwierig. Allerdings muss ich auch betonen, ich glaube, das Ganze hätte einen viel kleineren Impact auf die legalen Anbieter, wenn die GGL und die Politik es schaffen würde, den Schwarzmarkt einzugrenzen. Weil wenn dem Spieler gezeigt wird und dem Verbraucher, hey, dieser Anbieter ist legal und illegal, der muss sich an Regeln halten, aber dadurch werdet ihr geschützt. Und wenn das dargestellt werden kann, ja, dann ist es doch umso besser, dass es diese Regeln gibt, damit nicht in die Sucht abgedriftet werden kann. Da sie das bei der Cannabis-Debatte aktuell nicht schaffen, wage ich zu behaupten, sie schaffen es auch bei der Sportwetten-Thematik nicht. Aber es ist natürlich, der Wunsch ist legitim, ist ja klar. Selten war das Wort legitim so gut gesetzt wie jetzt, Philipp Meisel. Ja, jeder hat seinen kleinen Kink. Und bei mir ist es halt legitim. Die Thematik, über die wir hier sprechen, über die wirst du auch in der kommenden Woche sprechen. Ich glaube in 2 Wochen, ne? In 14 Tagen ist es, genau richtig. Und zwar im Stuttgarter oder im Bad Cannstatter Club, das kann. Das ist am Bahnhof, das ist die traditionelle Veranstaltungsfläche, wo das VfB-Fanprojekt gerne Veranstaltungen macht. Ich war da vor kurzem bei einer Debatte rund um, sag ich mal, sexualisierte Gewalt im Stadion. War ein sehr interessantes Podium, gut besetzt, gute Veranstaltung auch. Und jetzt ist es wieder für mein Dafürhalten ein gutes Podium, nämlich mit dir, mit dem Florian Friedrich. Das ist derjenige, der Chargeback 24 verantwortet oder betreibt. Das ist vielleicht zur Erklärung ein Unternehmen, das Spielern hilft, die eben nicht geschützt wurden, ja, um es vereinfacht auszudrücken. Und dann ist noch Daniel Kessler mit dabei, der mal ganz ordentlich nicht geschützt wurde und viel gezockt hat und dafür auch büßen musste. Unter anderem, glaube ich, hinter Gittern saß eine Zeit lang. Das ist ein Veranstaltungskonzept, wo ihr alle hingehen könnt. Man kann sich da anmelden und solange es Plätze gibt, könnt ihr da hingehen und euch diese Debatte anhören, vielleicht auch selbst Fragen stellen. Trägt das dazu bei, dass man, sag ich mal, dem Gesamtkonstrukt Sportwetten oder vielleicht ein bisschen neutraler gegenübersteht, als es bei vielen bisher der Fall zu sein scheint? Kann ich zu 100% bejahen, ja, weil ich einfach mitbekomme, dass das Unwissen beim Verbraucher, was das Thema Sportwette angeht, einfach extrem hoch ist. Ja, auch gerade, was in den sozialen Netzwerken geschrieben wird. Ja, und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, darüber aufzuklären, wie der Markt der Sportwette aktuell strukturiert ist. Ja, und auf dieser Veranstaltung ist es nicht mein Ziel, ja, dass die Teilnehmer dann rausgehen und sich direkt die Winamax-App downloaden, ja, in keinster Weise. Mir reicht es schon völlig aus, wenn die teilnehmenden Personen dann einfach rausgehen und sagen, ah, okay, das war hilfreich, um einfach mal die Sachen einzuordnen und zu verstehen, wie das Ganze strukturiert ist, ja, und dass einfach diesem Unwissen entgegengewirkt wird. Also klassische Aufklärungsarbeit, wenn man so möchte, die hilft immer. Das ist auch eigentlich das, was wir hier heute versucht haben. Ja, also in einem Austausch, der wirklich gut besetzt ist, ja, wo unterschiedliche Positionen Standpunkte sind, ja. Die Standpunkte, jeder wird auch seine Meinung irgendwie vertreten, aber solange das alles auf einer normalen, diskussionsfreudigen Ebene stattfindet, ja, umso besser. Weil
Das sagen nicht nur Philipp und ich. Ich glaube, das ist Common Sense. Es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander. Deswegen vielleicht nochmal die Eckdaten an der Stelle, damit das auch jeder nochmal gehört hat. Also das VfB-Fanprojekt lädt da ein. Unter dem Thema, wie fair können Sportwetten sein, wird da diskutiert. Das ist am 24. April. Um 19 Uhr geht's los in Das Kann, in Bad Cannstatt. Philipp hat es gerade gesagt, in Bahnhofsnähe. Anmeldungen sind möglich, entweder per Mail team@vfb-fanprojekt.de oder beim VfB-Fanprojekt direkt über die Instagram-DMs. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Geschichte, weil Diskussionen solcher Art sorgen, glaube ich, einfach dafür, dass sich jeder nochmal seine eigene Meinung bilden kann. Meinungspluralismus ist, glaube ich, etwas, was in der Demokratie immer sehr, sehr wichtig ist. Jeder kann seine Meinung haben und soll sich die auch bilden können. Und ich glaube, dafür sind solche Diskussionen sehr, sehr zuträglich. Schön, dass das VfB-Fanprojekt sowas anbietet. Last but not least, als Ausstieg, Felix, was habt ihr denn noch vor mit den Weiß-Roten? Was passiert da jetzt, wenn es nach Europa geht? Was steht auf dem Winamax-Schlachtplan für die nächsten 12 Monate? Nein, es ist natürlich jetzt, ich glaube, man muss das einmal aus der deutschen Brille betrachten und einmal aus der speziellen Stuttgarter Brille betrachten. Wir haben jetzt Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, ja, wo wir uns als Anbieter einfach weiter positionieren wollen, so wie wir das auch schon gerade mit unserer digitalen Kampagne einfach gemacht haben, wo der Fokus auf Community und Unterhaltung liegt, ja, immer mit diesem Fokus, okay, Jugend- und Spielerschutz ist gegeben und alles, was darüber hinausgeht, betrifft das Thema Alleinstellungsmerkmale, um sich von der Konkurrenz, und das müssen wir, abzugrenzen. Ja. Was den VfB Stuttgart angeht, ja, das ist einfach eine super schöne Reise jetzt gewesen in dieser Saison, die immer noch nicht vorbei ist. Ja. Wir haben richtig Bock auf Europa nächstes Jahr. Ja. Und was ich einfach nur, weil es ist halt ein VfB-Podcast, was ich auch einfach nur jedem mitgeben kann, ist, ja, macht euch um den VfB und Winamax keine Sorgen, ja, das ist alles auf, das ist einfach eine werthaltige Partnerschaft, die da im August eingegangen worden ist. Der VfB kriegt diesen Spagat zwischen Kommerz in gewisser Weise und Fankultur einfach perfekt hin, ja, oder ziemlich gut hin, ja. Und wir als Winamax freuen uns einfach extrem, dabei zu sein. Und das ist auf jeden Fall unser Fokus, Unterhaltung und Community. Und das wird diese Saison, aber dann auch natürlich die nächsten 2 Jahre so weitergehen, klar. Das werden wir beobachten. Richtig. Und freuen uns auf jeden Fall, Felix, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns drüber zu sprechen. Nochmal, wir verlinken euch alles Wichtige zu dem Thema in den Shownotes. Und wie bei allen Gästen, die wir hatten, Felix, bedanken wir uns ganz herzlich. Und du hast gerade von den nächsten 1-2 Jahren gesprochen. Wir hoffen, dass es auch den Podcast noch in 1-2 Jahren gibt. Und dann bist du gerne wieder eingeladen, um uns da auf den neuesten Stand zu bringen. Vielleicht, auch wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, was sich da tun wird, Stichwort BGH-Urteile, Stichwort Regelungen in Deutschland und Sportwettenmarkt. Da ist, glaube ich, einiges, was sich da auch noch tun wird in den nächsten Jahren. Ne? Super spannend gerade, wirklich. Also deshalb immer gerne. Gut, dann gehen wir jetzt ein bisschen Geld verdienen und dann melden wir uns wieder mit dem berühmt-berüchtigten Part zum Nachwuchsleistungszentrum. Bis dahin. Ciao, vielen Dank an euch. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. 2:1 gegen den KSV Hessen Kassel. Das ist das zurückliegende Spiel, das VfB 2, über das wir sprechen müssen. Zumindest in aller gebotenen Kürze, denn es war jetzt nicht unbedingt das Spiel zum die Sterne vom Himmel spielen. Ich dachte, du wolltest sagen Zunge schnalzen. Nein, nein, hätte ich aber machen können. Arbeitssieg, ja. Interessant vielleicht in dem Kontext zu erwähnen, dass
sag ich mal, künstlerisch wertvolle Tor von Leo Münz zum 1-0, aber für mich eigentlich viel eher das zweite, nämlich von Mathis Hoppe. Der hat jetzt schon 3 Saisontore und 5 Vorlagen. Das spielt seine beste Saison bisher als VfB-Außenbahnspieler. Da würde es mich nicht wundern, wenn es da woanders hingeht im Sommer. Denn ob es bei den Profis reicht, weiß ich nicht so genau. Ja, er hat schon ein paar Mal mittrainieren dürfen. Und freut mich für den Kerl, der eins vom FSV Waiblingen hierher fand, den Weg fand. Und ein sehr fleißiger, mannschaftsdienlicher Spieler ist und jetzt eben auch Stats produziert, die normalerweise andere Vereine auf den Plan rufen. Ja, der ist also vielleicht ein Kandidat für einen Drittligisten. Wir werden sehen. Und die andere Szene natürlich, der gehaltene Elfmeter von Dennis Simon, der kurz vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss, beim Spielstand von 2-1 Handelfmeter parierte und so dafür sorgte, dass dieser Arbeitssieg zum Arbeitssieg wurde und nicht noch irgendwie 2 Punkte weggegeben wurden. Und das ist gar nicht so schlecht, denn der VfB hat sich da jetzt oben etabliert in dieser Top 3 mit Hoffenheim 2 und den Kickers, die am Wochenende siegreich waren, auch beide, und so in Lauerstellung bleibt. Ne? Wenn da mal irgendwie einer oder beide vorhaben zu patzen und mal noch mal ein kleines Loch haben, dann ist der VfB da, glaube ich, und Markus Fiedler hätte da durchaus Bock. Ich habe dann noch mal mir den Spielplan angeschaut. Ich habe übrigens gesehen, letzter Spieltag VfB 2 gegen Hoffenheim 2. Ich weiß, Zünglein an der Waage und so. Bitte, das wird schön. Derby ist auch noch. Ja, bei allem Respekt, ich weiß nicht, ob die Qualität des VfB 2 ausreicht, um da wirklich ein ernsthaftes Wörtchen mitzureden, also was den Weg nach ganz oben angeht. Dass sie tabellarisch so gut dastehen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass sie halt anders als in den letzten Jahren quasi nichts haben liegen lassen. Also ganz, ganz wenige Spiele nur, wo sie nicht das Maximum an Punkten mitgenommen haben, das für sie in diesem jeweiligen Spiel drin war. Das Restprogramm ist das schwerste, finde ich, von allen 3 genannten Clubs. Bin gespannt. Freue mich natürlich auf das Derby. Auch da können wir schon mal jetzt einen kleinen Sneak Peek euch geben. Das wird's im Stream geben, bei uns auf dem Portal. Das ist was wir gerade so im Auswahldobern sind. Aber da gibt's zumindest nächste Woche, glaube ich, dann handfeste News für euch. Noch nicht bei uns im Stream, aber zumindest zu verfolgen gibt's das nächste Spiel des VfB 2. Kommenden Sonntag, 14 Uhr, auswärts beim ersten FSV Mainz 05 am Bruchweg. Werden wir für euch natürlich beobachten. Die U19 hat ganz kurz vor Schluss noch die Punkte liegen lassen. Ja. Da ist es 2-2 gefallen bei Eintracht Frankfurt. Dementsprechend waren wir, glaube ich, auch ein bisschen angefressen. Da kannst du gleich noch was dazu sagen. Ja, ein Spiel mit einem lachenden und weinenden Auge. Also im Endeffekt hat man 2 Punkte verloren, weil wenn man in der 80. 2-1 führt, dann sollte man das ziehen, so ein Spiel. Ja, das sollte eigentlich drin sein. Andererseits kannst du halt auch am Riederwald mit 0-3 in die Pause gehen. Ja, Frankfurt war über 90 Minuten gesehen, glaube ich. Ja, also das Spiel, das sie abgeliefert haben, war mehr als ein Punkt wert, sagen wir es mal so. Ja. Und insofern kann da, glaube ich, da unten können alle damit leben, ja, dass es so gelaufen ist. Und wenn dann noch das Marco Marin-Double bei Eintracht Frankfurt das 2-2 macht, kurz vor Schluss, dann wird so ein Tag halt einfach rund. Denn der Spieler, Mladenovic heißt er, der wäre vor der Saison beinahe beim VfB gelandet. Aber die wollten nicht so viel bezahlen, wie Frankfurt wohl bezahlt hat. Du möchtest sagen, ein ausgerechnet Tor. Genau, ein ausgerechnet Tor. Deswegen spielt er halt jetzt bei der Eintracht. Weiter geht's für die U19 am Samstag 12.30 Uhr zu Hause gegen den ersten FC Heidenheim. Derweil kam unter der Woche auch noch die Nachricht, dass aus den Reihen der U19 verlängert wurde mit Christopher Oliver, dem Österreicher, in Reihen des VfB. Und dann haben wir noch Hashtag Youth League ein bisschen was für dich. Jo, also da spielt ja auch die Olivier-Verlängerung mit rein. Ich meine, der Junge ist eines der Top-Talente in dem Stall, österreichischer Junior-Nationalspieler, kam von der AKA Vorarlberg einst zum VfB, hat bei Hoeneß schon hier und da mal mittrainiert, kann auch Testspieleinsätze gehabt, der kann Sechser spielen, kann Achter spielen und ist ein Spieler, der ja um nächstes Jahr noch Youth League spielen kann. Sollte es so kommen, und daran ist ja fast kaum mehr ein Zweifel, bei 7 Punkten Vorsprung auf einen Nicht-Champions League-Platz für den VfB, für die Profis, scheint es realistisch zu sein, dass du Champions League spielst. Wenn das so ist, spielst du auch Youth League automatisch. Und dafür brauchst du halt einen guten Kader. Ja. Und da dürfen übrigens auch Spieler eingesetzt werden, die eigentlich nicht mehr U19 spielen dürften, wenn sie da frisch entwachsen sind aus diesem, also wenn sie in dieser Saison noch ein U19-Spiel gemacht haben für den VfB und aber dann die Altersgrenze überschreiten würden, dürfen sie trotzdem eingesetzt werden. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Olympiade, wo du ja auch so U23-Spieler einsetzen kannst und so weiter.
Long story short, man bereitet sich natürlich da unten schon vor. Das spielt diese Vertragsverlängerung rein, das spielt aber auch die Situation rein, dass man wohl auf ganz gutem Wege zu sein scheint, was eine Vertragsverlängerung von Nico Willig angeht, dessen Vertrag ja ausläuft. Bin gespannt, was da passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist nur schön zu sehen, dass da unten gerade einfach alle richtig Bock haben, mitfiebern mit der ersten Mannschaft, weil sie wissen, es wirkt sich halt eben auch auf sie im Zweifel aus. Und da ist es dann auch mal zu verschmerzen, dass man 2-2 bei Eintracht Frankfurt spielt. Und jeder, der gesehen hat, was bei anderen Clubs los ist, wenn sie Youth League spielen und da irgendwie in die K.O.-Runde kommen, Stichwort Mainz 05, genau. Machen den Bruchweg voll gegen City, gegen Barca, gegen Porto, großartig. Und sollte es auch da, natürlich sind dann die Gruppenspieltage dann parallel zu den Profis, ja. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber sollte dann beispielsweise die U19 in der Youth League die Profis überdauern und du kommst da in die K.O.-Runde und kommst du vielleicht noch eine Runde weiter und dann kommt mal Man City irgendwie nach Stuttgart. Ich glaube, dann wären die VfB-Fans auch hier durchaus in der Lage, ein Fest draus zu machen. Werden wir für euch natürlich beobachten. Weiter geht's gegen Heidenheim. Samstag 12.30 Uhr zu Hause. Genau. Das heißt, auf der Anlage an der Mercedesstraße. Wer also möchte, der darf gerne. Ist zwar schon ein Stückchen hin bis zum Abendspiel, aber also der Profis gegen Frankfurt, aber dennoch, das kann man sich angucken. Danach noch gemütlich im Vereinsheim essen und dann abends das Highlight vor voller Hütte, endlich wieder Komplettöffnung. Ja, also Komplettöffnung heißt nicht nur wie gegen Heidenheim schon die komplette Haupttribüne, sondern auch für uns Medienschaffende gibt es jetzt endlich wieder kurze Wege oder kürzere Wege, neues Mediencenter, dies, das, Ananas. Da ist also richtig was geboten. Die U17, der Chronistenpflicht halber noch. 2-1 gewonnen gegen die TSG Hoffenheim. Herzlichen Glückwunsch. Auch da geht's weiter am Sonntag, 13 Uhr auswärts beim FC Ingolstadt. Den weiteren Sieg übrigens, den haben die VfB-Frauen eingefahren. Und wie das kam, das erzählen uns jetzt die Kollegen vom Brustring-Frauen-Podcast. VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast. Heimspieltime an der Hafenbahnstraße. Das Tabellenschlusslicht aus Gottenheim, Nähe Freiburg, war zu Gast am vergangenen Sonntagnachmittag. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen trafen die VfB-Frauen auf ein Team, das sein Heil ausschließlich in der Defensive suchte. Und das im wahrsten Wortsinn. Die blau eingezeichnete Linie kurz hinter der Mittellinie war quasi Sperrzone für das Team aus Südbaden. Stellenweise mit einer Achterkette rund um den eigenen Strafraum versuchte Frau, das Ergebnis so knapp wie möglich zu halten. Legitim sicher, aber für den geneigten Zuschauer und vermutlich auch für das stets anlaufende Team nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Somit durfte man auf VfB-Seite über die Tore von zweimal Farah Yusufovic, Mandy Islacker sowie von Lauretta Thema in gewohnter Manier aus ca. 30 Metern erfreut gewesen sein. 4-0, ein ordentliches Ergebnis im weiteren Verlauf des Aufstiegsrennens. Deshalb grüßt man nach wie vor von der Tabellenspitze mit 2 Punkten vor dem engsten Verfolger SC Sand 2. Am kommenden Wochenende geht's auswärts gegen den TV Derendingen. An der Fuchsstraße trifft man um 14 Uhr auf den Tabellenneunten der Oberliga. Gespickt mit ehemaligen Bundes- und Zweitligaspielerinnen, die ihre beste Zeit zugegebenermaßen hinter sich haben, sollte man sich hüten, den Gegner zu unterschätzen. Playerin to watch ist dort auf jeden Fall die ehemalige U19-Nationalspielerin Selin Münz, die nach Jahren von Studium und Verletzungsabstinenz dem Team immer mehr Stabilität zu geben scheint. Wer also rund um Tübingen zu Hause ist, der ist herzlich aufgefordert, unsere Frauen bei diesem nicht ganz einfachen Auswärtsspiel zu unterstützen. Alle anderen natürlich auch. Inzwischen ist für das Pokalfinale auch der Austragungsort ausgelost. Die Brustringträgerinnen müssen auswärts beim Regionalligisten SV Hegnach antreten. Am 9.05. um 16 Uhr wird es soweit sein. Was die Jugend betrifft, hier zieht die U17 als Aufsteiger munter ihre Kreise an der Tabellenspitze der B-Juniorinnen-Oberliga. Da ab der kommenden Saison die B-Juniorinnen-Bundesliga jedoch abgeschafft wurde, gibt es leider keine konkreten Aufstiegsambitionen und Optionen für das Team. Für die Jahrgänge 2008 bis 2011 suchen die VfB-Frauen für die kommende Saison bereits die nächsten Talente. Daher findet am 26.04. an der Hafenbahnstraße für diese Altersgruppe ein Sichtungstraining statt. Also ihr talentierten Mädels da draußen oder Eltern einer talentierten Fußballerin, meldet euch an! Über die Website des VfB Stuttgart unter der Rubrik Frauen gelangt ihr zum Anmeldelink, hinter dem sich ein Anmeldeformular verbirgt. 18.30, daran gewöhnt man sich, glaube ich, gerade so langsam als ja. VfB-Fan. Ja. Mal wieder, Samstag 18.30, Topspiel, diesmal in Stuttgart, VfB
gegen Eintracht Frankfurt. Fun Fact, Jochen Klingowski Voice, bisher alle 5 18:30 Spiele dieser Saison konnte der VfB Stuttgart gewinnen. Muss an der Stelle vielleicht sagen für euch da draußen, unser Kollege, unser sehr geschätzter Kollege Jochen Klingowski derzeit im Urlaub, lässt es sich nicht nehmen, uns regelmäßig morgens vor 8 Uhr mit einem Fun Fact zum VfB Stuttgart zu geben. Was heißt regelmäßig? Täglich? Täglich, ja. Also ich weiß nicht, ob das sehr für den Urlaub spricht oder dafür, wie engagiert er bei uns in der Redaktion ist. Ich glaube, beides so ein bisschen. Ist so ein bisschen, ja. Aber es ist wirklich so, das hat er uns mitgegeben. Deswegen lassen wir euch daran teilhaben. 5x 18:30, 5x gewonnen, vielleicht das 6. Mal. Und was er uns auch mitgegeben hat, sollte es der VfB schaffen, dieses Spiel gegen die Eintracht zu gewinnen, dann wäre er in dieser internen Tabelle der Top 6 vorne. Denn keine Mannschaft hätte dann so viele Punkte in diesen direkten Duellen gegen die anderen 5 Mannschaften aus den Top 6 geholt, wie der VfB Stuttgart. Danke Jochen, hab noch einen schönen Urlaub übrigens. Ja, Toskana, soll schön sein da. Was haben wir zu erwarten von dem Spiel, Philipp? Waldemar Anton kehrt nach seiner Gelbsperre zurück, dafür aber Joscha Wagnumann, der ausfällt. Das Hinspiel ist wahrscheinlich kein wirklicher Faktor, auch weil die Stimmung da nicht so ganz da war. Und dennoch, ich erwähne es nochmal gerne an der Stelle, der VfB ist die einzige Mannschaft, die auswärts Eintracht Frankfurt geschlagen hat in dieser Saison. Das ist richtig. Also was das Drumherum angeht, kann ich nur das erzählen, was ich immer erzähle, wenn es gegen Frankfurt geht. Für mich das Highlight-Spiel in einer Bundesliga-Saison, wenn der KSC nicht mitspielt, ist es das Spiel oder die Spiele gegen Frankfurt sind es die. Und das ist auch diesmal wieder so. Ich glaube, du kannst von Frankfurt gerade nicht mehr allzu viel erwarten, ja, um es höflich zu formulieren. Diese Mannschaft scheint weiterhin in der Findungsphase. Es kann sein, dass plötzlich richtige Top-Leistungen rauskommen. Es kann aber eben auch sein, und so war es die letzten Wochen häufiger zu beobachten, dass die einfach irgendwie nicht so wirklich Zugang zu sich selbst finden. Also sie haben keinen guten Ballvortrag, sie sind offensiv nicht gefährlich, sie haben eine wackelige Defensive, ihre Stamm- oder sag ich mal Achsenspieler, die Eckpfeiler sind nicht in Form oder nicht alle. Dann fällt jetzt Tuta aus. Gut, du hast beim VfB Wagnumann, der dagegen steht, der ausfällt, aber die Eintracht-Abwehr sieht jede Woche anders aus. Dino Topmöller hat sich das, glaube ich, anders vorgestellt, ja, als er da anfing jetzt im Sommer. Aber es ist ja oft so, dass manchmal Dinge, gut, Dingweile braucht. Ja, ich erinnere da immer gerne an die Anfangszeit von Jürgen Klopp beispielsweise in Dortmund. Da lief auch alles andere als rund. Ja, und das kann eben schon noch sein, dass sowas kommt. In dieser Saison kommt es nicht mehr. Irgendwie ist dieser Hype abgeflacht, habe ich auch so ein bisschen den Eindruck. Ne? Auch so, ich sage mal, überregional. So die Eintracht Frankfurt war vor ein paar Jahren wirklich der heiße Scheiß. Europa League Triumph. Alle in ganz Deutschland hat sie beneidet, auch für ihre Auswärtsfahrten. Du hebst den Finger. Ich heb den Finger, weil ich war am Wochenende ja oben da im Pott und habe mit meinem Kumpel Mo Zeit verbracht, der seines Zeichens Frankfurt-Fan ist, der vieles fährt, überall mit einer Champions League auch war, wo er hin konnte. Und der hat eben auch das berichtet, dass das ist ja auch irgendwo logisch, wenn du halt solche Jahre hinter dir hast, mit stetigem Bergauf und solchen Highlights dann, Europa League gewonnen, dass dann irgendwann ein Kater kommt, ist ganz normal. Und dieser Kater, in diesem Kater steckt Eintracht Frankfurt jetzt in Gänze gerade. Ja. Sind auch so völlig festgetackert auf diesem 6. Platz, also sie spielen verdammt häufig unentschieden, die Leistungen sind so semi, sie sind in der Conference League gegen Union Saint-Gilloise gescheitert. Richtig. Kommen da auch von diesem Platz nicht weg, weder nach oben schaffen sie es irgendwie an Leipzig-Dortmund ranzukommen, noch gibt's Druck von unten, von Freiburg-Hoffenheim und Co. Also ich will nicht sagen, sie sind im Niemandsland, weil das ist dann eher so zwischen 10 und 12, aber sie hängen da irgendwie so drin, sie werden auf diesem 6. Platz aller Voraussicht nach einlaufen und spielen halt so die Saison zu Ende und irgendwie gucken sich alle ein bisschen um, zucken mit den Schultern und fragen sich, ja, guck mal, was wir dann damit anfangen. Also es ist echt ein bisschen ja, alles lahm geworden bei Eintracht Frankfurt. Das ist eine Mannschaft, die schon in der Sommerpause ist. Ja, aber der ganze Club ist das. Also das ist, ich möchte jetzt nicht despektierlich wirken oder mich anhören, aber die Saison ist durch für die. Die sind jetzt schon dabei zu gucken, okay, wie gehen wir jetzt in die Sommerpause, wie sieht es personell aus, wie stellen wir uns auf? Ist das weiterhin der Weg, dass wir, sag ich mal, die hochdotierten Ersatzbänke Europas anvisieren, was unsere Transferziele angeht. Ja, das ist alles so Findungsphase. Der Krösche hat verlängert, ihr Mastermind, der ist jetzt da weiterhin am Werk. Das ist eine wichtige Weichenstellung gewesen und dann schauen die, dass sie da irgendwie wieder rauskommen, alle zusammen. Das Potenzial haben sie. Ich glaube, es gibt in der Bundesliga nur 2-3 Vereine, wo die Kombination
sportlicher Qualität, wirtschaftlicher Konstanz und auch Substanz und eben Fans und Tradition. Emotionale so gut, Wucht. So, genau, das emotionale, so gut zusammenspielt wie in Frankfurt. Das gibt es in Dortmund im besten Fall. Das gibt es in Schalke im allerbesten Fall auf Schalke in Frankfurt und in Stuttgart. Und dann wird es schon eng. Ja. Und das ist was, wenn du das zusammen auf die Straße bringst, betrifft übrigens 1:1 auch den VfB Stuttgart, ja, der auch gerade wieder alles tut, sag ich mal, auf bestimmten Ebenen, um seinen eigenen Erfolg zu torpedieren. Wenn du das gemeinsam auf die Straße bekommst, in Summe, das Gesamtpaket, bist du nicht aufzuhalten. Da kann auch kein Leipzig kommen und kein Wolfsburg und kein sonst welche alimentierten Clubs, die können da nicht mithalten im Zweifel, wenn du das Paket auf die Straße gesetzt bekommst. Und das ist was, wo Eintracht Frankfurt mit Sicherheit dran arbeitet für die nächsten Jahre, Saisons. Aktuell, ja, ist es einfach durch, Luft raus. Zahlen, Daten, Fakten zur SG Eintracht Frankfurt, wie immer von unserem Felix. Der Mein VfB Gegnercheck, unser Blick in die Datenbank. Die nächste Topspielansetzung steht an. In der Tabelle ist die Begegnung zwischen Platz 3 und Platz 6, 60-42 Punkte. Während der VfB in der Rückrundentabelle sogar einen Platz besser ist als in der Hinrundentabelle. Von Platz 3 auf Platz 2 ist Frankfurt über einen Platz schlechter geworden, von 6 auf 7. In der Heimtabelle liegt der VfB auf Platz 3, die Eintracht auswärts auf Platz 7. Der VfB kassiert die geteilt zweitwenigsten Gegentore, 31, am meisten in der zweiten Halbzeit, vor allem 61. bis 75. Minute. Die SGE kassiert die sechstwenigsten, 39 Stück. Sie kassieren leicht mehr in der ersten Halbzeit, vor allem in der 31. bis zur 45. Minute. Der VfB trifft am geteilt drittmeisten, 64 Mal, wieder am meisten in der zweiten Halbzeit, vor allem wieder 61. bis 75. Minute. Die SGE ist hier auf Platz 9, die Gäste treffen leicht mehr in der ersten Halbzeit, vor allem am Anfang 1. bis 15. Minute. Im Marktwert sind die beiden Mannschaften Tabellennachbarn, der VfB aktuell auf Platz 5, die Eintracht auf der 6. Dazu ist das Duell des zweitjüngsten gegen den jüngsten Kader der Liga, im Schnitt 24,4 und 24,3 Jahre. Frankfurt dazu mit 34 Spielern den größten Kader der Liga. Ex-Adler gibt es beim VfB nicht, Ex-Schwaben bei der SGE sind Jens Kral und Omar Mamouche. Ab in die Bundesliga-Vergleiche, zuerst der VfB, dann die SGE, Passquote Platz 3 gegen Platz 7, Anton Carasson kochen in den Top 10 unter den Spielern, Ballbesitz Platz 3 gegen 6, in den gewonnenen Zweikämpfen ist es eng, Platz 4 gegen 3, Carasson, Pacho in den Top 10, Tabellennachbarn sind sie auch bei den Luftzweikämpfen, 13 gegen 12, bei den Karten ist die Eintracht Ruppiger, Platz 18 gegen 10, ähnlich dann auch bei den VSM-Gegner, Platz 15 gegen 9. In der Laufdistanz investieren die Adler mehr, Platz 10 gegen Platz 5, Stiller aber in den Top 10. Bei den Sprints und intensiven Läufen sind die Gäste sogar auf Platz 3 und 2 der Bundesliga, der VfBG auf Platz 12. Der VfB hat eine gute Bilanz in dem Heimspiel gegen Frankfurt. 35 Siege, 12 Unentschieden, 14 Pleiten in 61 Spielen. In letzten Saisons war es aber eher durchwachsen, aber die Eintracht ist der Lieblingsgegner der Schwaben, könnte man sagen. Mehr Siege als gegen Frankfurt feierte der VfB in der Bundesliga gegen keinen anderen Gegner, schon 43. Dankeschön, Felix, der uns wie immer die Einblicke gibt zur Eintracht vom Main in dieser Woche, bei der wir uns natürlich wieder zwei Spieler rausgesucht haben, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Ich würde mal anfangen, Philipp, und habe mir Philipp Max rausgesucht, der auf der linken Seite spielt bei der Eintracht, auch weil beim VfB Joscha Wagnermann auf der Komplementärseite fehlen wird und dementsprechend vermutlich Pascal Stenzel zum Einsatz kommen wird, so zumindest mal meine Prognose. Das wird ein sehr spannendes Duell, weil Philipp Max, finde ich, auch so einer dieser Linksverteidiger war, das ist schon auch ein paar Jahre her, als dieser Hype bei Eintracht Frankfurt war, als er auf dem Sprung zur Nationalmannschaft war, ich glaube sogar auch mal nominiert wurde, aber dann irgendwie diesen kompletten Durchbruch nicht geschafft hat. Also ihm ist nicht das gelungen, was jetzt Maxi Mittelstädt in den zwei Spielen passiert ist oder wie ein David Raum beispielsweise schon über ein paar Jahre ein bisschen konstanter performt auf der Seite. Und dennoch ist das eine Seite, bei der halt von der Eintracht verdammt viel Gefahr ausgeht, was übrigens auch der VfB schon in der Vergangenheit empfindlich merken musste, denn es gab auch schon das eine oder andere Tor, das er da vorbereitet hat. Früher gab es da noch einen Philipp Kostic weiter vorne, der dem VfB immer einen eingeschenkt hat, wenn es zu diesem Spiel gab. Der ist zum Glück nicht mehr da. Und dennoch glaube ich, diese Duelle auf der linken Frankfurter rechten VfB-Seite, das wird ganz wichtig werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe mir Hugo Larsson notiert, einfach weil der mich so ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt. Also das ist ein Spieler, der war, glaube ich, eher als Rotationsspieler geplant. Ja, 19 Jahre, glaube ich, auch erst jung.
und zockt da wie ein alter Hase, Box-to-Box-Player, alter Schule, offensiv wie defensiv mit Ausrufezeichen, muss da mehrfach schon die Kohlen aus dem Feuer holen für die Eintracht in dieser Saison. Und das nötigt mir einfach Respekt ab. Ja? Und ich freue mich immer, wenn solche jungen Spieler dann so ein bisschen ihren Breakthrough haben, ja, ihren Durchbruch, so sich erspielen, erarbeiten können. Und Hugo Larsson hat den definitiv geschafft in dieser Saison für Eintracht Frankfurt. Und deswegen ist er mein Spieler, den es im Blick zu behalten gilt. Ist tatsächlich sehr spannend, weil eben all diese Van de Beeks und wen sie nicht alles geholt haben. Eintracht Frankfurt ist da ein bisschen geschlittert, was die Transferpolitik auch angeht. So ein paar Namen geholt, die da nicht so eingeschlagen haben. Das meinte ich vorhin mit, ob das weiterhin ihr Ziel bleibt, die hochdotierten Ersatzbänke Europas anzuvisieren. Ja. Das meinte ich damit, genau das. Ja, genau. Das und auch die Tatsache vorne, wussten sie natürlich ist der Abgang von Kolo Muani ein großes Problem. Den haben sie dann versucht, auch mit dem einen oder anderen Transfer aufzufangen. Ja, der tänzelt von Muskelverletzung zu Muskelverletzung. Also was der Kollege Etikete, der hat 20 Millionen Euro gekostet, der bringt keinen Fuß auf den Boden, gefühlt. Ja, das ist natürlich auch bitter. Das Einzige, was natürlich nicht passieren darf, ist, dass wenn wir hier Eintracht Frankfurt zum personifizierten Durchschnitt der Bundesliga machen und die am Samstag ein bockstarkes Spiel abliefern, das hoffe ich natürlich nicht. Wenn es so kommt, dann müssen wir echt in Sack und Asche nächste Woche. Ja. Ich traue mich auch gar nicht, so beispielsweise auch noch den Namen Omar Marmouche zu erwähnen, der auch irgendwie teilweise bockstarke Szenen hat, aber dann teilweise 60 Minuten untertaucht. Mehmet Scholl würde sagen, der liegt mehr, als er steht. Also es ist wirklich, wirklich spannend und dennoch gilt es natürlich aufzupassen. Die Eintracht hat ihre Stärken. Sie hat zuletzt sich ein bisschen durch die Bundesliga geunentschieden, aber du musst da Obacht geben, vor allem auch vor dem Hintergrund, und das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt noch, der VfB hat gerade zuletzt auswärts in Sinsheim und in Dortmund 90, teilweise 99 Minuten durchperformt und von der ersten bis zur letzten Sekunde ist er konzentriert geblieben. In Heimspielen hat er zuletzt ein bisschen so den Faden verloren gegen Köln und gegen Heidenheim, weil vielleicht sich das Team von der Emotion ein bisschen mitreißen lässt, wenn das ganze Stadion anfängt, Europapokal zu singen. Es ist ja auch nur irgendwo menschlich. Ja, natürlich. Aber das wird, finde ich, die Aufgabe für Sebastian Hoeneß sein, die Jungs da ein bisschen zu erden, wenn es um Heimspiele geht, weil da haben sie zuletzt tatsächlich ein kleines immer Loch gehabt, das ihnen dann gegen Köln und Heidenheim zum Verhängnis geworden ist. Und wenn du das gegen Frankfurt hast, dann kannst du nämlich auch verlieren, dann kann es ganz schief gehen. Mir wäre es dahingehend total recht, würde Eintracht Frankfurt nochmal so richtig einen raushauen, weil dann kommst du gar nicht in die Situation, in Schönheit dich zu ergehen sozusagen, sondern musst du liefern, dann musst du arbeiten, musst du dagegenhalten. Deswegen ist auch dieses, habe ich vorhin nicht gesagt, aber du hast es in anderen Worten sehr gut umschrieben gehabt, deswegen ist das Spiel gegen Dortmund auch so aussagekräftig. Weil es eben nicht mit Hackespitze 1, 2, 3 und schönem Sezieren des Gegners geht, was sie ja oft genug gezeigt haben in der Saison, sondern es ging nur mit brachialer Wucht dagegenhalten. Hier sich nichts gefallen lassen. Mir nimmt hier keiner die Butter vom Brot. Ja, es gab eine Szene, links außen in der Strafraumkante, zwischen Fünfer und Strafraumkante, da läuft Jadon Sancho offen auf Maxi Mittelstädt zu, wackelt nochmal, links, rechts, eine Arschbacke, zweite Arschbacke, und dann, wo er normalerweise vorbeigeht, guckt den Mittelstädt an, nimmt eine Pille vom Fuß, und das war's so, ja. Der hat ihn einfach abgekocht, ja. So. Hat sich überhaupt nichts gefallen lassen, ja. Und so musst du gegen Frankfurt auftreten, und zwar schon von Beginn an, und dann hast du die schnell im Sack. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Philipp Meisel, außer dass ich noch einen Tipp von dir will. Ha! Nachdem ihr Serhou Guirassy, ich komme nochmal auf dich zu, meinen Tipp geklaut hat in der Nachspielzeit, das 2-0, das ich getippt habe für den VfB in Dortmund, hat er mit seinem Schuss in den Oberrang leider zunichte gemacht. Ich gehe auf ein solides 3-1 für Stuttgart. Och, ach, das nervt mich jedes Mal, echt. Du hast mir den Vortritt gelassen, ja, Christian, da musst du damit leben. Das müssen wir nächste Woche ändern. Ich sag 2-1. Gut. Und hofft, dass halt Serhou Guirassy in der 95. das Ding nochmal liegen lässt. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es gibt allen Grund, aus VfB-Sicht optimistisch zu sein, aber wirklich Obacht geboten, gerade auch vor dem, was in den vergangenen Heimspielen passiert ist. Und auch, also das ist ja, das habt ihr schon so oft gesagt, ich sag's gern nochmal. Hab vor niemandem Angst, hab vor jedem Respekt. Und das gilt auch für einen Gegner, der dir zumindest auf den ersten Blick vielleicht nicht das Wasser reichen kann. Gerade dann gilt's, ja. Respekt vor diesem Gegner. Respekt heißt, nimm ihn ernst, ordne das sauber ein, spiel das seriös und dann wirst du im Idealfall, weil du eben qualitativ besser bist, dich durchsetzen. Wir werden das beobachten, genauso wie ihr sicher auch, an einem hoffentlich schönen Samstagabend in Bad Cannstatt.
In der nächsten Woche sprechen wir dann über dieses Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt und dann voraus auf die nächste Aufgabe, die in der Bundesliga anstehen wird. Und schauen klopf, dann. Klopf, klopf. Klopf, ja. Wer da? Wer ist da? Bremen. So. Aber auswärts, ne? Danach kommen für den VfB zwei Auswärtsspiele, Bremen und der bereits feststehende Meister Bayer Leverkusen, sage ich jetzt einfach mal drei Tage vorher. Das ist richtig. Ich glaube wirklich, dieser Doppelpack, das ist auch in der Hinrunde genauso der Fall gewesen. Frankfurt-Bremen, beide Spiele, wo man, glaube ich, ziemlich ähnlich gesprochen hat wie jetzt, wo wir gesagt haben, musst du seriös angehen. In der Hinrunde ist der VfB diese Spiele seriös angegangen, hat gegen Frankfurt und Bremen 6 Punkte geholt. Wenn er das, was er kann und wozu er imstande ist und was wir in Dortmund gesehen haben, abrufen kann, jetzt auch in der Rückrunde gegen diesen beiden Gegner, dann glaube ich, wird das eine runde Nummer. Ich glaube, eine runde Nummer war auch die Folge. Lass uns Schluss machen. Holen wir uns jetzt einen Döner mit allen drei Soßen? Oder? Alle drei zusammen, Christian. Bis nächste Woche. Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.